Der Eignungs- und Einstellungstest in der Evonik Werkfeuerwehr Rheinfelden besteht aus 4 Teilen. Einem schriftlichen Teil, dem Sporttest, dem Auswahlgespräch und der ärztlichen Untersuchung. Im schriftlichen Test geht es insbesondere um das Feuerwehrallgemeinwissen. Im zweiten Teil, dem Sporttest, wird körperlich einiges abverlangt. Da der Einsatzdienst unter Atemschutz und Chemieschutzanzügen sehr anstrengend sein kann, legen wir darauf ein besonderes Augenmerk. Von Gleichgewicht über Kraft und Ausdauer bis hin zu Koordination wird hier alles abverlangt. Für die Übungen gibt es eine genaue Ausführungsanleitung. So kann sich jeder im Vorfeld schon darauf vorbereiten, auch was die Mindestanforderungen sind, um die Übungen zu bestehen. Manches geht auf Zeit oder Anzahl oder sogar beides. Natürlich schauen wir auch bei den Bewerbern auf die Gruppendynamik. Wenn alle Disziplinen ausgewertet sind, entscheiden wir, wer in die nächste Runde kommt. Im dritten Teil suchen wir das persönliche Gespräch mit Ihnen. Was sind Ihre Vorstellungen und Ihre Motivation für diesen Beruf? Am Schluss wird unser werksärztlicher Dienst Sie auf die körperliche Tauglichkeit untersuchen. Wir würden uns freuen, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. Evonik. Leading Beyond Chemistry.